Hallo, heute geht es um die Polymerase-Kettenreaktion. Die Polymerase-Kettenreaktion wird eingesetzt, um einen kurzen, genau definierten Teil eines DNA-Stranges zu vervielfältigen. Die englische Bezeichnung ist Polymerase Chain Reaction und die Abkürzung dafür lautet PCR. Die PCR zählt zu den wichtigsten Methoden der modernen Molekularbiologie und viele wissenschaftliche Fortschritte auf diesem Gebiet, zum Beispiel die Entschlüsselung des menschlichen Genoms oder die Entwicklung der Gentherapie, wären ohne diese Methode nicht denkbar gewesen. Für die Durchführung der PCR benötigt man nur wenige grundlegende Komponenten: ein Reaktionsgefäß, einige Reagenzien und eine Wärmequelle, um von einem DNA-Abschnitt tausende identische Kopien herzustellen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.